Es war ein Flensburger Phänomen. Vor 20 Jahren gab es Kioske an jeder Ecke. Bis zu 120 Trinkbuden waren es damals im Stadtgebiet. Doch heute hat sich die Zahl mehr als halbiert. Kioske sterben aus. Dabei sind die kleinen Läden doch eigentlich so praktisch. Ich kaufe noch beim Kiosk ein, weil der Kiosk einfach immer da ist, egal zu welcher Uhrzeit und auch um 12 man sich da noch ein Bier kaufen kann. Naschis in kleinen Mengen und nicht immer gleich eine ganze Tüte von einer Sorte, sondern man kann sich das halt zusammenmischen lassen, wie man das gerne möchte. Boah, es gibt kleine Dinge zum Beispiel, wo man plötzlich keine Spaghetti mehr zu Hause hat, dann kann man da nochmal schnell hingehen. Doch auch viele Supermärkte haben mittlerweile immer länger geöffnet und sind am Ende billiger. Es wird immer schwerer, es wird nichts leichter, ne? Also man muss sich immer wieder was einfallen lassen. Jetzt haben wir zum Beispiel investiert, haben Kaffee-Vollautomaten gekauft, damit der Kunde richtig frischen Kaffee und Latte Macchiato und alles Mögliche bekommen kann. Im Kiosk Tante Mars gibt es sonntags sogar frische Brötchen vom Biobäcker. Und Brötchen sind auch das Aushängeschild vom Kiosk auf dem Burgplatz. Er läuft mittlerweile so gut, dass hier 15 Mitarbeiter angestellt sind. Wo ich hier anfing, da habe ich gesessen, Zeitung gelesen, auf Kundschaft gewartet, ne? So ungefähr. Wir haben gute Ware, auch bei den Brötchen und so, sehr günstige Preise. Ich achte immer darauf, dass wir nette Bedienung haben. In gutem Service sehen auch die Besitzer des Kiosks am Hafermarkt den Schlüssel zum Erfolg. Freundlichkeit vor allen Dingen. Höflich sein. Spaß haben dran. Öffnungszeiten einhalten. Auch länger ruhig mal. Kunden will auf Kunden eingehen. Was für Wünsche haben sie? Wir haben spezielle Kunden, die bestellen hier speziellen Tabak zum Beispiel, den sie in anderen Kiosken nicht kriegen. Und wir Kioske haben die Möglichkeit, können sämtliche Tabaksorten besorgen. Durch den Lieferanten. Ne? Und das macht viel aus, so erhält man auch viel Kunden. Und dass die Geschäftsidee Kiosk noch funktionieren kann, beweisen die beiden. Anfang nächsten Jahres übernehmen die Stanowskis noch einen weiteren Kiosk in Flensburg.